Leute, es ist etwas passiert, das erzähle ich euch gleich, aber dann ist nichts passiert, als er aufgestanden ist, jetzt Zen. Und dann plötzlich wurde es länger schwarz als sonst und ich so, ja, irgendwas passiert, aber es gab, war kein Erdbeben. Und dann war Gabriel, der steht da einfach, aber angezogen. Ach, weißt du, hat er sich gerade angezogen. Wollten wir ein bisschen gucken, sein Nackt-Yoga, aber er sagte, hey, das hat mich voll gefreut irgendwie. Da bin ich jetzt echt gespannt. Hoffentlich ist es nichts Negatives. Weil ich hätte nicht gedacht, dass da noch was kommt. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Geschichte mit Gabriel. Oh, wie schön. Weiß nicht, ich mag Gabriel ja auch. Hey! Ich habe gesehen, dass du ein neues Bike hast. Es sieht so toll aus. Es sieht gut aus. Wie sagt man auf Deutsch, dass es cool rüberkommt, wenn man etwas lobt? Echt Knorke? Nein. Echt mega? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich war damals schon schlecht darin. Ich habe immer toll gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ich das Wort toll so toll finde. Es sieht super aus. Fahren wir jetzt gemeinsam? Das wäre ja süß. Also ich wollte fragen. Oh, das habe ich, was ich mir gewünscht habe, was nicht passiert ist. Oh, wie süß. Würdest du mit mir eine Spritztour machen? Natürlich. Oh, das ist so toll. Das ist... Warte mal, ich muss mal ein bisschen... Weißt du, ich wäre kein guter Übersetzer für so Spiele. Doch, ich würde mich voll ransetzen und würde viel zu lange brauchen für ein Spiel. Das freut mich. Dann lass uns losfahren. Oh, wie süß. Und Zen ist vorne. Und Gabriel kann jetzt... Oh, ich habe das Gefühl, Gabriel war da die ganzen Jahre einfach eingesperrt in diesem Dorf. Jetzt fängt er an, so richtig aus sich rauszukommen. Und richtig glücklich zu werden. Und hat irgendwelche Succubus als Freunde. Ja, ich bin immer noch salty. Genauso wie der Körper von Gabriel wahrscheinlich. Und das sieht so süß aus. Guck mal. Wie der Junge aus der Stadt da. Oh. Here we go ist so ein bisschen wie, hui, los geht's, schneller, hui, Gabriel, ey, oh, wuhu, oh, ist das süß, jetzt machen wir einen Unfall oder was, oh, er kommt, oh, ist das, oh. Jetzt tut es mir ein bisschen leid um die anderen. Warum können wir nicht alle daten? Mit allen? Nein, man kann nicht alle. Weißt du, auf der Welt, manchmal denke ich mir so. Ich habe euch mal erzählt, ist lange her. Golden Boy, das ist eine Manga und auch Anime-Serie, aber die Anime-Serie geht eher darauf, Titten zu zeigen und einen Twist zu zeigen. Der Twist ist relativ schnell klar und ist einfach so ein bisschen. Please insert myself into it. Also ich will den Twist jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, im Manga geht es um einiges heftiger weiter. Und da geht es auch so ein bisschen darum, dass eine Religion entsteht, das ist ein kleiner Spoiler, der sagt, warum können wir uns nicht alle lieben? Und dann ist es wirklich so, dass der Golden Boy anfängt, alle zu lieben. Egal wer und wo und wie und so. Und das sehe ich so ein bisschen hier so. Wir könnten alle glücklich machen, aber es geht natürlich realistisch nicht im richtigen Leben. Meine Stimme ist weg. Oh nein, bitte nicht. What the fuck? Und, kennt ihr das, wenn man so ein bisschen am Hals was spürt und man denkt sich so, nein, hoffentlich werde ich nicht krank. Ich war gerade erst krank mit und habe mich so gefreut, dass ich keinen Husten habe, sondern ganz, ganz, ganz viel Schnupfen. Und ich konnte nicht mehr reden, voll Schnupfen. Und jetzt fängt es mit dem Hals an. Oh, oh. Ich hasse Frühling. So, ich hasse alles wahrscheinlich. Nee, das finde ich super. Und ich würde jetzt gern alle anderen auch so frei machen. Aber Gabriel fühlt sich einfach glücklich. Und das ist doch schön. Ob in der zweiten Staffel sonst weggenommen wird, weiß ich nicht. Wuhu! Oh oh. Ah. Wo fahren wir jetzt eigentlich gerade? Das macht so Spaß! Oh nein, ich dachte, Chad, wer hätten wir hinter uns? Chad! Mit seinem pinken Bike. Ist aber irgendwie cool. Sieht aus wie ein Power Rangers Bike. Hä? Ist doch was für ein super Tag, um mal richtig mit dem Bike loszurasen. Ah, ich sehe, ihr beide in, warte mal.
Enjoy, freu dich. Warte mal. Ihr habt einen schönen. Na, natürlich. Aber ich dachte, Chat und ich hätten wir uns ein bisschen. Warum bist du jetzt noch so ein Arsch, Chat? Genießt. Das war's. Ich sehe gerade, ihr genießt eure Fahrt. Aber wusstest du, die Straße weiter. Woher weißt du das? Mehr als ich? Und was ist das für eine lange Straße? Fahren wir zur Stadt? Na, macht Sinn aber, dass Chat wahrscheinlich häufiger mal zur Stadt oder sowas gefahren ist. Die sind ja ein bisschen was anderes, ne? Auf der Straße gibt es viele Äste und Steine. Und es wird ziemlich windig hier. Also, was für eine... Oh nein, ich habe abgespeichert. Also, ich wusste nicht, dass man... Was für eine tolle Möglichkeit, um ein Rennen zu veranstalten. Schatz, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sag doch mal meinen Namen, verdammt. Mega. Jetzt lass uns mal sehen, wer hier wirklich sich auskennt mit den Bikes. Bestimmt nicht Zen. Zen hat das seit eineinhalb Stunden oder sowas. Los geht's. Klein geschrieben. Schatz, sei vorsichtig. Gabriel, jetzt, ich fand dich gerade süß. Jetzt werd mal nicht wieder, ne? Ich denke mal, das ist Text, damit es jeder hat, damit man es nicht nochmal schreiben muss. Das heißt, jeder sagt, Honey, be careful. Aber das passt halt nicht zu den Charakteren. Weiß nicht, Gabriel kommt jetzt gerade ein bisschen schwachmatig Waschlappen rüber. Oh, okay. Plötzlich musste ich... Kann ich schneller fahren? Oder muss ich einfach nur ausweichen? Kann ich ihn rammen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Chad. Willst du, dass wir einen Unfall haben oder was? Nur weil du jetzt meinen Mann nicht bekommen konntest oder was? Ha. Ah, du kannst immer noch mithalten. Das ist super. Oder ist es das? Könnte es einfach nur dummes Glück sein? Was, Chat, wir hatten das doch. Ich kann meinen Hammer wieder rausholen. Also, ich denke mal, Zen ist hier von euch allen drei der Alpha oder Sigma, wie man heute oder sowas sagt, man es nicht so. Alpha, also komm mal runter. Die Hälfte ist geschafft. Aber jetzt wird es Zeit, ein echter Chat zu sein. Friss mein Staub. Oh, okay. Ah, um einiges schwerer. Mit dem komischen Geräusch. Achso, ich muss oben bleiben. Ich wollte ihn gerade rammen. Scheinbar geht das nicht. Habe ich jetzt verloren? Dann mache ich das nochmal. Meine Augen sterben gerade. Die Bewegung ist rechts. Also links überhaupt kein Problem. Aber... Das ist faszinierend. Meine Augen müssen echt... Ich muss echt mal zum Augenarzt. Wenn ich rechts gucke, verwischt alles. Wenn ich links gucke, verwischt gar nichts. Ah ne, es ist einfach nur die ich glaube, die Konzentration auf die Sprites. Ha, wie soll man das sagen? Still going, ha? Immer noch dabei, ha? Du bist tougher, als ich dachte. Aber noch ist nicht vorbei. Jetzt gibt's Super Chat Speed. Oh wow, ich habe gerade gesagt, er hat doch zur Hälfte, hat er doch gesagt. Holy shit. Heilige Scheiße. Ja, ist Chat jetzt tot? Oder was sollte das? Chat liegt. Es gibt ein Sprite, wie Chat liegt und seine Haare eingedrückt sind. Ah, er hat angebrochene Rippen. Achso, er ist sauer. Hm. Ein paar angebrochene Rippen. Hat er ganz schön Glück gehabt für diesen, für so einen Stunt. Oh, mein armer Körper. Hat er nicht mitbekommen, dass er nicht menschlich ist? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wenn der Doktor ihn untersucht, sind sie wirklich, haben sie menschliche Körper? Jetzt? Doktor, wird er okay sein? Hm. Ich habe doch gerade gesagt,
Oh, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, nur weil die zusammen vögeln. Nein! Okay, das wird jetzt schon ein bisschen peinlich. Oh, mein armer Bruder. Wie werde ich kochen können? Ich meine, alleine weitermachen können. Ihr wisst schon, dass wir die Geschichte... Kommt das davor oder danach? Vielleicht habe ich wieder zu früh die Geschichte gemacht. Weil sie haben doch gesagt, sie hören auf mit Cooking. Naja, okay. Ah, das Schicksal ist so böse. Er ist doch so eine nette Seele. Wie konntest du das nur tun? Weißt du was? Diese ganze Sache war eigentlich schon ziemlich aufregend. Danke für den Ritt. Oder danke fürs... Warte mal, wie nennt man das? Danke für die Fahrt. Es war... Gabriel hing wirklich zu oft mit Chat an. So super! Gabriel und Chat, ey. Beste Freunde. Haben die jetzt weniger Freundschaften? Nee, alles gut. Süß. Hatten wir einfach mal eine kleine... Boah, fällt mir im Aufbau durch das Spiel. Deutsch hat so viele Möglichkeiten, Sachen zu erklären. Und dann manchmal andersrum, weiß ich gar nicht, wie ich es erklären soll. Das ist interessant. Das ist super. Das ist toll. Das ist... Hier ist eine Blume. Dankeschön. Dankeschön. Wir müssen eigentlich mal gucken. Es hat sehr geregnet, wie ihr seht. Ist einiges wegge... Aber ich habe mir gedacht, was soll's. Ich mache eh erst, wenn es wieder voll ist, wieder nach. Also was soll's. Aber ich zeige es euch gleich, wenn wir hier fertig sind. Und dann muss ich ja eine Tablette nehmen. Nicht Tablette, ein Lutschbonbon. Und ich habe mir nämlich gedacht, was mache ich mir ein Gewächshaus? Da geht aber früh los hier. Was für ein Arbeitstier. Ihr habt schon gesehen. Nee, nicht gucken, nicht gucken. Oh, ich habe es gespoilert jetzt schon, ne? Ich bin nämlich einfach mal, ohne Grund, bin ich zu Jun und habe gesagt, ja komm, ich hole mir mal die Samen wieder, weil ich gestern zu viele reingepackt habe. Und plötzlich hatte er neue Samen. Neue Samen, Leute. Wir haben Pumpkin, ich weiß, und Sweet Potatoes. Süßkartoffeln und Kürbisse. Und ich weiß nicht warum. Und ich wollte unbedingt ein paar machen, also habe ich ins Gewächshaus schon mal angefangen. Und ich habe keine Ahnung, aber die werden mich jetzt ordentlich anpflanzen. Das habe ich aber erst am Ende des Nachmittags oder sowas mitgekriegt. Das heißt, ein bisschen zu spät. Und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Ob wir hier jetzt alles voll... Eigentlich will ich ja alles voll. Wir schaffen es schon noch einmal, hoffentlich schon. Das wäre sonst ein bisschen fies. Ich hoffe, einmal wird es auf jeden Fall noch. Und danach können wir kochen. Wartet. So. Ah, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich guck, mich interessiert, ob wie viel wir geschafft haben von dem anderen. Also, ich mache mal alles mit Pumpkins hier, oder? Ich habe das Gefühl, Pumpkins brauchen länger als Sweet Potatoes. Ja, okay. Boop, 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 boop. Boah, so viele Pumpkins. Da bin ich gespannt, wie das auch aussieht. Bestimmt hübsch. Und das ist, es ist ja auch hübsch und toll, aber ich finde es einfach ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß wieder. Ich bin nie zufrieden, aber ich finde es einfach zu viel Saatgut. Da, man kann es auch übertreiben. Und ich bring, wie gesagt, würde es was bringen, wäre es was anderes. Ne? Das ist ein bisschen wie bei Spielen, wo man nach und nach zu neuen... Oh, ist echt wenig weggeschwemmt worden. Wow, nice Perk. Das hört sich falsch an irgendwie. Bei anderen Spielen ist es ja so, dass du irgendwie immer mehr, wie soll man das sagen, immer noch nicht fertig. Au, das habe ich vergessen. Ups, das wollte ich gestern noch machen. Upsi. Dass du da zum Beispiel, du fängst zuerst an mit Bronze und dann findest du, kannst du irgendwann mit Bronze, kannst du was machen, um dann Silber abzubauen und so weiter. Das gibt ja einen Grund, dann findest du ja bessere Sachen. Hier habe ich schon mal angepflanzt Pumpkins, damit wir auf jeden Fall die Chance haben, noch einmal Pumpkin zu machen. Aber, shit, ich kann gar nicht machen. Wir haben jetzt zu viel von dem anderen Zeug. Ah, das ist ja blöd.
Der muss ich ja jetzt wegbringen. Ach. Wirklich? Die Samen sind zu viel? Ich meine, 99 verstehe ich ja noch, ne? Aber man kann es auch übertreiben. Jetzt muss ich nämlich... Die wollen wir auf jeden Fall machen. Dann bringen wir jetzt erstmal nicht Brokkoli, sondern Spinat und Kale. Die können wir noch am Ende irgendwie machen. Was soll's? Wie viel haben wir denn? 38 noch. Oh ja, es wird sehr knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Nein, ich habe noch nicht verkauft. Ich habe überlegt, ob ich, wie gesagt, die 5 meiner Hühnchen verkaufe. Aber irgendwie tut es mir auch so leid. Und dabei ist es vollkommen egal. Aber irgendwie... Ach, natürlich haben sie. Trotzdem tut es mir leid. Hi, Salami. Salami bringe ich auch nicht raus. Die Tiere bringen halt auch nichts mehr. Ich habe das Gefühl, na, das ist das Problem bei Indie-Games, wenn sie sich selbst verlieren. Das ist ein bisschen so wie Comics, kennt ihr das? Ist jetzt natürlich sehr gemein, was ich jetzt sagen werde. Aber es gibt einige Webcomics. Und da habe ich dann einen... ich lese nicht so gern Webcomics, weil... So oft ist passiert. Dann müsst ihr mir mal sagen, ob ihr das kennt. Dann lest ihr und total interessant und dann lest ihr weiter und freut euch, dass es weitergeht. Aber dann verliert der Macher irgendwie das, was er am Anfang hatte. Wie soll ich das sagen? Es gab eine große Sache bei diesem Manga. Comic, Entschuldigung, nicht Manga. Manga ist ein bisschen noch besser. Da aber auch. Da war auch Berserk, habe ich gelesen und hatte auch irgendwann verloren, was er eigentlich vorhat. Also, es war trotzdem noch interessant. Es geht ja trotzdem noch. Es gibt trotzdem noch die Möglichkeit, interessant zu werden. Also, Fug, kann ich irgendwas? Habe ich alle? Ja, komm, hiervon habe ich noch einen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zu gehen. Und, oder zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Golden Boy oder sowas. Manchmal geht's. Tenshi Muyo hat das auch geschafft. Also, so ein bisschen. Und oh mein Gott, und sowas. Es gibt die Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht geht. Es ist nur, einige wissen dann nicht mehr, was den Manga groß gemacht hat oder was sie überhaupt ihre Vision war oder sowas. Und das tut mir dann so ein bisschen leid. Wir können ja mal heute zu Edna gehen. Und bei diesem Webcomic war es dann so, da gab es dann so, was wird passieren? Aber es war irgendwie klar, dass es darauf hinausläuft und dann ist es passiert. Und dann war erstmal ganz viele Seiten nichts mehr. Und also so richtig so, okay, kannst jetzt weitermachen. Aber scheinbar wusste er nicht mehr, wie er weitermachen sollte oder so. Er hat keinen Bock mehr. Und das ist dann, ach, deshalb, ich bin so ein Idiot und kaufe mir so oft Early Access, weil ich dann immer so denke, das Potenzial dahinter. So dumm von mir. Und dann sage ich, oh ja, total ein Spiel, das ich toll finde. Und dann manchmal merke ich dann, dass da nichts mehr kommt. Meistens gucke ich, wie weit die waren. Ach komm, da kaufen wir einfach. Das ist los jetzt. Meistens schaue ich, wie weit es ist. Meistens. Manchmal bin ich aber dann sowas von geflasht von etwas und sehe ein Update oder sowas, ohne darauf zu achten, wann das war. Mein Fehler. Und dann denke ich mir, oh, das unterstütze ich. Und dann manchmal ist es dann so, dass nichts mehr passiert oder es in die falsche Richtung geht oder nie fertig wird. Das ist auch leider oft so, dass es gerade bei Patreon unterstützen. Deshalb, das mache ich zum Beispiel nicht. Spiele mit Patreon unterstützen, weil ich dann immer so denke, warum sollten, sie wollen doch nicht fertig werden. Warum? Das macht ja keinen Sinn. Wenn sie dann kriegen sie ja kein Geld mehr. Aber bei Early Access, da ist es ja so ein bisschen so ein, ja, ich komme, ihr schafft das und so. Und dann geht da überhaupt nichts weiter. Oder man sieht, dass ein Spiel, seit irgendwie 2 Jahren kein Update mehr gehabt hat, obwohl das letzte war, oh, wir sind gut dabei oder so. Und dann Stille. Und irgendjemand fragt dann im Forum oder so, ey, geht's hier nochmal weiter? Und dann nö, abandoned. Und das ist so frustrierend und das wollte ich damit sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt kam, aber das ist, genau, wie dieses Spiel. Das, deshalb, zum Beispiel bei großen Spielen, haben sie so ein eine Vision, kann man das sagen? Das stimmt aber auch nicht immer. Achso, ups, Sanchez vergessen. Bei einer großen ist es auch nicht immer so. Ich habe euch ja mal erzählt, weiß nicht mehr wann das war jetzt, dass ein Spiel das gemacht hat, ich glaube, vor ein paar Tagen, Ingame-Tagen, hier habe ich es erzählt,
Ich wollte zu Edna, genau. Einer war bei 0,6 und hat dann plötzlich, das nächste Update war 1,0, damit er aus der... Ah, du bist da, du Arsch. Ja. Blöde Bitches alles. Ich wollte doch aufhören. Und... Wir sagen nichts Neues, okay. Hat sich erledigt. Aber nur zwei neue Samen, ne? Und danach hat er gesagt, hier 1.0, damit er aus dem Early Access rauskommen kann. Danach kam kein Update mehr. Und das ist halt scheiße. Weil das sollte verboten werden. Und auch, ich weiß, jeder kann jetzt sagen, jo, jeder, du entscheidest ja, wann 1.0 ist. Aber so funktioniert das nicht. Und das ist eben leider, und ich weiß, das ist bei Großen auch so, bloß bei Großen... Publishern oder diese Entwicklungsstudios oder sowas wahrscheinlich... Oh, was machst du denn hier? Oh, da, was Neues? Wahrscheinlich passiert es seltener. Das war, was ich meine. Versteht ihr? Und hier habe ich auch das Gefühl, ja, packen wir noch ein paar Samen dazu, aber ich weiß nicht wofür. Und das ist dann dieses, wenn du alleine... Also zu viele Köche können Brei verderben, aber wenn du alleine bist, verlierst du auch mal den Überblick. Und daher bin ich immer noch der Meinung, das mögen viele nicht. Es gibt nur wenig wirklich gute Spiele. Das hört sich jetzt fies an, weil Leute, das sind die gleichen Leute, die sagen, es gibt, alle Menschen sind gleich toll. Das stimmt nicht. Es gibt einfach wenig intelligente, wirklich intelligente Leute. Sind nicht alle blöd, aber es gibt aber auch nur wenig richtig scheiß dumme Leute oder es gibt wenig richtig gute Leute, es gibt aber auch wenig richtig schlechte Leute, sagen wir mal so. Und das Gleiche, das verstehen die Leute nicht, das bei Spielen ja auch so. Es gibt wirklich nicht so viele absolut richtig beschissene Spiele, die auch Spiele sind. Wisst ihr, was ich meine? Nicht einfach nur hingeschissene Sachen, die offensichtlich, ne, wie Apps oder so, sondern richtig schlechte Spiele. Aber die meisten sind meh. Die meisten haben irgendetwas nicht so Gutes. Und das wollen die Leute einfach nicht hören. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich denke mal, es ist Selbstschutz oder so. Ich weiß es nicht. Es ist oft, weil sie es was gekauft haben oder weil sie unbedingt es haben wollen. Und wenn man dann sagt, ja, okay, aber das andere, das Spiel davor hat es besser gemacht. Nein. Und das meine ich eben. Und ich habe das viel in diesem Let's Play gehabt, aber ich spiele immer noch gerne. Deshalb, das Spiel kann nicht scheiße sein. Es ist einfach nur, es ist so schade drum. Und das ist eben... Ihr kennt das bestimmt. Ihr müsst mir ja nicht irgendwie zustimmen, aber jetzt denkt mal drüber nach. Über alle Spiele, die ihr bisher gespielt habt, wie viele fallen euch ein, wo ihr sagt, boah, ich hatte von Anfang bis zum Ende so viel Spaß. Ein paar kleine Fehler habe ich total, waren überhaupt nicht schlimm. Die haben mich nicht gestört oder sowas. Und dann überlegt mal, wie viele ihr gespielt habt, habt ihr vergessen oder ihr habt gedacht, nee, das eine hat mich so gestört, das hat mich so angekotzt, dass ich damit aufgehört habe oder so. Ja, naja, okay. Tobias Eltern waren im Holzgeschäft. Okay. Warte, ich überlege jetzt gerade. Das ist doch Kane, oder? Aber er hat sein Legacy, das ist sein, seine, warte mal, wie heißt, Legacy heißt Vermächtnis, hat er abgeworfen. Und ist alleine los. Und redete über unsichtbare Gegner und versteckte und verlorene Schätze. Ja, aber er hatte doch recht. Aber wann ist das passiert? Interesting. Okay, seine Eltern waren also relativ erfolgreich, wie es scheint, aber er wollte das nicht. Finde ich total in Ordnung. Ich hasse das. Oh mein Gott, da muss ich... Oh, gleich Rant, noch ein neuer Rant, weil es schon wieder passiert ist. Und ich denke mir so, wir haben 2024, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Da war schon wieder ein erwachsener Mann. Also wirklich erwachsen. Also, keine Ahnung, Anfang 30 oder sowas. Und er meinte, er hätte gern ein Tattoo, aber er holt sich keinen, weil seine Mutter würde ihn umbringen. What the fuck? Sorry, Leute. Nein. Einfach nur nein. Wie? Deine Mutter bestimmt, was du in deinem Leben machst. Deine Mutter kann mal ruhig die Fresse halten. Nee, das sollst du vielleicht nicht so sagen, ne? Aber, yay. Ach, Winter ist ja bald, ich weiß. Danke.
Das kann auch nicht wahr sein. Und das höre ich so häufig. Ich hätte bloß nicht gedacht, dass ich es nochmal jetzt nochmal höre. Ich kenne das im Bekanntenkreis. Immer und immer wieder kriege ich das irgendwo mit. Und dann immer dieses mit diesen Lachen. Meine Mutter würde mich umbringen. Wo ich denke, drehen wir das mal um. Mama, ich bin Atheist. Du gehst nicht mehr in die Kirche, sonst bringe ich dich um. Mhm. Da würde sie dir aber, ne? Da würde sie dir aber was sagen. Und alleine schon, dass Leute ihre Eltern fragen, wen sie daten dürfen, was sie machen dürfen beruflich, was sie mit ihrem Körper machen dürfen. Wenn du eine gute Beziehung mit deinen Eltern hast, sag mal deiner Mutter, und du vertraust ihr total, du magst ihre Meinung, du magst ihre Ansichten, dann fragst du natürlich, hey, ich hätte irgendwie Bock auf ein Tattoo. Wo meinst du, wäre das gut? Und dann sagt sie sowas wie, musst aufpassen, das kann, später wird das dann, ne, die Haut wird schlaff, es wird schwer wieder wegzubekommen. Vielleicht klein anfangen. Weißt du, dass du ein bisschen, dass du so eine Person hast, der vertraust und die sagt was. Das ist aber wie eine gute Freundin dann. Das ist nicht deine Mutter. Und wenn deine Mutter sagt, nein, meine Religion sagt oder meine Ansicht, zu meiner Zeit. Ja, was denn nun, liebe... Ups, Entschuldigung. Sehr schön. Was? Kraft oder Macht? Macht folgt meistens den Mächtigen. Vergiss das nicht. Ja, ja, Reiche werden reicher, wollte er wahrscheinlich damit sagen, ne? Und, weil das ist so widersprüchlich heutzutage. Ich verstehe das einfach nicht und es regt mich richtig auf. Also wirklich, wie man gerade merkt, das triggert mich. Dass junge Leute, ich habe nichts gegen junge Leute, das sagen auch, sind mein... Man kann heutzutage noch so viel sagen, die Leute beschweren sich und so, blablabla. Bla bla. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wie doppelmoralisch und auch ein bisschen peinlich die jungen Leute bei sowas sind. Sie sagen so, ältere Leute oder meine Eltern, die verstehen das gar nicht, die verstehen gar nichts. Und natürlich ist das super, wenn ich 5 Stunden am Tag auf TikTok scrolle. Meine Mutter hat keine Ahnung. Und früher war nichts besser. Meine Mutter mit ihrem, das haben wir aber damals nicht so getan. Ugh. Aber dann... So einzuknicken bei sowas. Meine Mutter will, dass ich einen gleichethnischen... Das stimmt eigentlich nicht. Doch. Oh mein Gott, man kann ethnisch mal richtig sagen. Einen gleichethnischen, weil ethnisch bedeutet sowohl Rasse wie auch Kultur. Und gleichethnischen Partner oder sowas habe. What the fuck? Was ist, wenn du lesbisch bist und deine Mutter sagt nein? Und dann machst du es doch auch nicht. Warum ist es denn plötzlich in Ordnung zu sagen, ich hole mir kein, ich hole mir kein Tattoo? Bist du nun selbstbewusst? Bist du nun selbstständig oder nicht? Entscheide dich bitte jetzt mal, sonst bist du absolut peinlich. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß. Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist. Bloß es hat mich so aufgeregt, dass dieser erwachsene Mann, nur weil er seine Mutter liebt oder sowas, wenn deine Mutter dich liebt, unterstützt sie dich und sagt, weißt du was, das würde dir bestimmt richtig gut stehen. Oder ganz ehrlich, weißt du, wenn ich einkaufen gehe, mit Freunden, egal welches Geschlecht, und dann will ich doch, dass die mir ehrlich sagen, diese Hose passt dir überhaupt nicht. Und nicht, diese Hose finde ich hässlich. Weißt du, so ein bisschen, das ist doch ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Ach, Entschuldigung, ich reg mich voll auf. Also Leute, hört auf andere. Ja, wenn sie eine Meinung haben, könnt ihr, ne, das ist so ein bisschen wie, der Lehrer sagt euch was. Ihr wusstet das nicht. Dann könnt ihr sagen, oh, interessant. Aber ihr solltet, wenn es wichtig für euer Leben ist, nochmal selbst drüber nachdenken. Wisst ihr, so ein bisschen. Anderen zuzuhören ist sehr, sehr wichtig. Ratschläge zu nehmen. Diesen Ratschlag, den ich jetzt gerade bringe, nicht einfach ein Tattoo machen lassen, sondern darüber nachzudenken, was wollt ihr? Und wenn ihr jetzt wirklich sagt, oh, ich denke seit einem Jahr schon darüber nach, ich bin 25 und denke darüber nach, ein Tattoo mir zu machen. Einfach so ein kleines hier ans Becken oder sowas, das finde ich total sexy. Dann guck und such dir ein Tattoo, das wirklich zu dir passt, frag nach Meinung. Aber wenn jemand sagt, Tattoos sind scheiße, dann ist das eine Meinung, die du sofort wegschmeißen kannst. Weil das ist egal. Das war nicht die Frage. Die Frage war, welches dieser Tattoos, findest du, würde am besten an meinem Becken passen?
Und wenn die Antwort ist, Tattoos sind scheiße, darüber bist du schon hinaus. Wenn du noch nicht sicher bist, dann frag ruhig. Hey, wie siehst du Tattoos? Frag jemanden, der ein Tattoo hat. Wie ist es mit einem Tattoo? Ist das scheiße oder ist das toll? Und wenn er sagt, ziemlich viel Arbeit oder ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. Super, neuer Input. Aber ich werde nicht das machen, was mich glücklich macht, weil meine Mutter mich sonst umbringt, ist absolut emotionale Erpressung. Es ist toxisch. Es ist nicht gut. Und man sollte drüber nachdenken, wie eure Beziehung ist. So. Boah, dass ein Tattoo mich da so triggert, ne? Ich habe nicht mal ein Tattoo. Ich hätte aber auch gern ein Tattoo. Bloß irgendwie, ich weiß nicht wo. Und wenn, weiß ich nicht. Vielleicht will ich es doch nicht so sehr, weil ich es mal wieder vergesse. Wenn, dann würde ich mir, glaube ich, ein kleines irgendwie machen. Ein richtig kleines. Weil die ganz großen, es ist ein bisschen so, wie kennt ihr das? Es gibt diese Bilder und ich finde immer so mittlere Bilder passen nirgends. Es muss dann ein größeres Bild sein, wo du sagst, boah, das ist ein schönes Bild. Oder so kleine Bilder, wo du eine Collage machst oder sowas. Und so sehe ich es auch mit Tattoos. Wenn man so ein kleines hat, so süß, oh, ein kleines süßes Tattoo. Oder ein großes, wo du sagst, boah, geil, deine Schulter, mega nice oder so. Aber so ein mittleres ist immer so auf halbem Weg stecken geblieben. Oh, Trigger, jetzt trigger ich die ganzen Leute mit mittleren Tattoos.